Und gleich die nächste Folge hintendran. Ja, ich nehme die jetzt völlig am Stück auf, die Folgen, weil ich es kann. Und spielen wir Level 1.6. Hi, Shy Guys. Ah ja. Auf Dingens hier, schüchterne Typen auf Drogen. Oder was? Mein Gott, die Musik ist in diesem Spiel echt... verleitet einen sowas von... Aber da ist doch irgendwo was. Hab ich doch gesagt. Leben. Bam, bam, badam, bam. Da. Der braune Yoshi ist braun. Da, 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 da. Und Captain Obvious ist immer noch bei mir. Da, 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 schön. Hätte jetzt gepasst, aber nein, ich muss ja in die Röhre gehen. So, du bist tot und du bist... Okay, das geht nicht, aber ich habe eine rote Münze von dem Ei, was ich geschossen habe, gekriegt. Ja, es gibt spezielle Eier. So. Es gibt, glaube ich, gelbe, die bringen, Münzen, dann Orange, die bringen Sterne und dann gibt es noch die Roten, die bringen rote Münzen, logischerweise. Oder es kann auch nicht richtig sein, schlagt mich nicht dafür. Dam, bam, bam. Und so richtig dunkel? Naja, auf YouTube wird es wahrscheinlich anders aussehen, aber so richtig dunkel ist das Level ja nicht. Ich sehe jetzt doch recht viel, muss man sagen. Das war gut. War sogar beinahe, beinahe schlecht. Das war versucht und nicht gekonnt. Na gut, dann gehen wir jetzt auf diese Plattform und bleiben einfach stehen. Da da da. Dann. Und wir sind wieder oben. Ich finde schön, dass es Szenenwechsel im Design gibt. Das ist echt schön. Das gibt es bei anderen Mario-Spielen eigentlich eher nicht. Der war gut. Ja, gefällt mir. Ja gut, bei so neuartigen Spielen wie Galaxy oder Galaxy 2 oder Sunshine von mir aus auch, gibt's schon mal Szenenwechsel, aber bei so älteren sieht man das seltener. Vor allem bei dem klassischen 2D Mario. So. Das war ein sehr schweres Rätsel. Ach, fies. Der war fies, Nintendo. Richtig, der war richtig fies. Und da unten komme ich anscheinend irgendwie anders dran. Achso, okay. Ja, diese Schalter aktivieren entweder einen Pfeil, wo man... Ah, der Maulwurf, schön. Die aktivieren entweder einen Pfeil, wo dann eine versteckte Röhre ist, oder die aktivieren eine Brücke. So ein bisschen der P-Switch von Yoshi's Island, aber irgendwie auch nicht. Und die rote Münze kriege ich noch. So. Ja, der Maulwurf kann sich durch Dinge graben, wer hätte es gedacht. Und ansonsten habe ich die Blume immer noch nicht gekriegt, aber ich habe es, glaube ich, jetzt... Ja, ich habe es verstanden. Das war ja auch eigentlich gar nicht so kompliziert, mein Gott. Die High-Shy-Guys, die gehen mir schon am Sack irgendwie. Da, 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 da. Aber diese Musik lässt alles aus. Da, 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 folgen wir dem Pfeil. Und wieder ein Szenenwechsel. Das ist schön. Das ist schönes Game Design. Mann.
So, Geister kann man auch verschlucken. Komisch eigentlich bei Mario, dass man Geistern was anhaben kann. Also, ja, hier muss man jetzt ein bisschen zielen, aber das ist relativ einfach. So, dann haben wir hier noch einen Samen, okay. Macht irgendwie Sinn. Das fällt mir gerade auf, ein ziemlich langes Level bis jetzt. Aber es hat sich übrigens nichts dran geändert, dass ich Fledermäuse nicht mag. Nein, definitiv. Und nochmal ein Szenenwechsel. Aber so langsam, ja, da ist doch die Endplattform. Das wollte ich ja mal sagen, so langsam ist das Level auch ausgenutzt. Vielleicht gibt's ja jetzt mal ein Bonusspiel. Danke. Das Bonussystem kann mich nicht. La 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 leiden. 5 Blumen. 84 Punkte, Höchstpunktzahl, glaube ich, bis jetzt. So, 1-7. Ach, ich sehe an dem Sprite, da werden die Flocken auf uns zukommen. Die kennt der ein oder andere lustiges Sporndrama. Wow, das war ein schönes Level Anfangsgedöns. Ja, die Sporen wird ein mancher... Was ist das denn? Aha. In diesem Level... Was ist das? Aha. Ich nehme das einfach mal so hin. Aber die Sporen wird manch einer aus Normal Super Mario Bros. Kennen. Ja, die bewirken im Prinzip das gleiche in diesem Spiel. Und das nervt mich. Was ist das? Kommt dieser Dschungelhintergrund mit irgendeinem Filter nicht zurecht, oder was ist das? So, jetzt habe ich aber eine Melone. Die ist ein cooles Extra. Dann kann man so schießen. Hätte ich gedacht. Boah, nervt das. Wartet mal kurz. Escape. Config. Video. Filter. Mach mal V-Sync aus. Akkufilter möchte ich eigentlich eher nicht ausmachen. Ne. Okay. Daran liegt es nicht. Dann muss ich vielleicht doch den Akkufilter ausmachen. Was relativ schade wäre. Aber mal ausprobieren, ob es dann funktioniert. Wer weiß. Jetzt spontan erinnert mich der Lag sogar an Yoshis Story. Ne, sieht immer noch gleich aus. Dann, ja, dann... Dann müssen wir das für dieses Level jetzt so hinnehmen und ich werde mich dann mal beim nächsten Mal schlau machen, was das genau soll. Naja, egal, ich kann mit leben, wenn ihr es nicht könnt, dann, naja, habt ihr jetzt verkackt, sozusagen. Aber ich denke, ja, so als Zuschauer, ich weiß nicht, ja, da die Flocken, na komm, ich zeig's einfach mal. So, das ist ziemlich ähnlich wie in Normal Super Mario Bros. Alles wird, strange. Aber, ja, ich weiß nicht. Es ist im Prinzip eine coole Idee, aber so eine Art Drogenkonsum in so ein Spiel einzubauen, ist schon relativ hart, finde ich.
Okay, jetzt ist es wieder vorbei. Nein, ich wollte eigentlich einfach nur genau spucken. So. Und es glitscht immer noch schön. So, hier, die können wir so zerstören. Können wir auch lassen, aber warum nicht? Aber was ist das, verdammt? Es sieht so komisch aus. Naja, Ziel. So, und es ist, glaube ich, bis jetzt das einzige Level in dieser... Wow, ein Bo... Ah, nee, Quatsch, das ist schon das zweite Level in dieser Folge, was ich schaffe. Das erste Bonusspiel! 62 Punkte, yeah! So, und was ist es denn? Kartenschnipsen, okay, das ist, soweit ich weiß, Memory. Ah, nee, es ist nicht. Es ist einfach aufdecken. Da haben wir schon mal Kamek. Das war anscheinend nicht gut. So, und wir befinden uns jetzt am ersten Schloss. Nämlich von wem auch immer, keine Ahnung. Schleimis Schloss. Okay, das war jetzt hart, der Name. Okay, hier klappt das Scrolling-Level, das Scrolling wieder. Was auch immer das gerade war. Es müsste ja logischerweise sich in Leveln mit dem gleichen Hintergrund wiederholen. Naja, werden wir sehen. Oh, das war eng. Und warum kann ich da nicht... Kann ich auf diesen Flock nicht drauf? Das war doof. Komme ich an die Blume? Komme ich nicht, weil ich habe auch kein Ei, oder kann ich die mit der Zunge erwischen? Ne, naja, egal. Achso, okay, ich verstehe. War jetzt schwierig. Ah, ein Wasserschloss anscheinend. Und der erinnert mich jetzt mal spontan an an Cave Story. Da gab es einen ähnlichen Fisch. Ah, doof. Ich habe wahrscheinlich immer noch keine Eier, nehme ich an. Naja, komm, ich gehe einfach so weiter. Und würdest du mich bitte durchlassen? Danke schön. Oh, Mann. Ah, scheigeil. So, wow. Da kam schon die Magikoopersan, um Baby Mario abzuholen. Das war jetzt sehr eng. Genau, wenn ich den drücke, drehen sich diese Plattformen um. Im Gegenzug, nee, Quatsch, im Gegenzug. Gar nichts. Gleichbedeutend, könnte ich sagen, muss ich auch diese drücken. Das ist jetzt fies, wenn man kein Ei hat. So, das war fies. Das war nicht gut nachgedacht von Nintendo. War bestimmt nicht so gedacht, dass man da was opfern muss. So. Hey. Und hier gibt's einen Blumentopf. Ich schätze mal, da ist ein Schlüssel drin. Da man in Yoshi's Island sowieso öfters Schlüssel braucht, um weiterzukommen. Okay, das... Oder klappt das? Das klappt auf jeden Fall. Komm her, Mario. So. Wie viel Zeit habe ich überhaupt? 14 Minuten, oha. Es wird sehr eng. Wahrscheinlich klappt diese Folge nicht mehr, dieses Schloss. Aber was soll's. Ah, so ein Ding. Da kann ich drauf springen und das fährt dann in die Richtung, in die es gerade zeigt. Ist auch ein ganz nettes Gimmick. Ja, dann würde ich aber sagen... Ach, das... Okay, da ist die Boss-Tür. Dann stelle ich mich vor die Boss-Tür.
So. Okay, beim nächsten Mal widmen wir uns dann Schleimi und bis dahin, ciao.